Herzlich willkommen bei Chefsache, unserem Express Wirtschaftstalk. Heute bei mir zu Gast ist Karl Ochsner. Lieber Karl, vielen Dank fürs Kommen. Gerne, danke für die Einladung. Du führst ja ein Familienunternehmen, das es eigentlich schon 150 Jahre gibt und das als Kupferschmiede begonnen hat. Und du hast es dann 2008 übernommen und eigentlich komplett transformiert. Und du bist ja einer von den Unternehmen, die man sozusagen als grüne Unternehmer bezeichnen kann, weil dir das Thema Nachhaltigkeit, Umwelt, also Themen, die jetzt ja auch sehr präsent sind, immer schon sehr wichtig war. Du warst doch einer der Ersten, die türkis- oder schwarz-grüne Regierung sehr gelobt hat, gut geheißen hat, dieses Modell sehr willkommen geheißen hat. Warum ist dir das Thema Nachhaltigkeit, auch erneuerbare Energie, wieso ist dir das auch persönlich so wichtig? Ich glaube, jeder, der auch Kinder hat oder Nichten oder einfach nur affin ist für die nächste Generation, hat eine Verantwortung, ja, dass einfach der Planet von unserer Generation so lebenswert übergeben wird, dass auch Zukünftige sich wohlfühlen. Ja. Und aus dem Antrieb heraus, und ich war immer schon ein naturverbundener Mensch, war mir das Thema einfach immer schon wichtig, schon als Schüler. Ja. Und es ist natürlich schön, dass ich heute einen Beruf habe, wo ich mit meinen Kollegen und Mitarbeitern ein Produkt herstellen kann, was da natürlich auch einen wesentlichen Beitrag leistet. Und wir setzen uns auch im Rahmen unserer WWF-Partnerschaft sehr stark für den Kampf gegen den menschengemachten Klimawandel ein, in Österreich, aber auch global. Und ich glaube, bis auf das aktuelle Ukraine-Thema ist das eigentlich das Hauptthema für Europa und für die ganze Welt der nächsten Jahrzehnte, einfach den Planeten so gut zu behandeln, dass er auch nachhaltig lebensfähig ist. Österreich war da ja auch im legislativen Bereich sehr, sehr tätig in der letzten Zeit. Am 7. Juli 2021 ist das Erneuerbaren-Energiegesetz beschlossen worden, das ja einige durchaus ambitionierte Vorgaben hat. Es sollen 11 Terawattstunden aus Photovoltaik gewonnen werden, eine Terawattstunde aus Biomasse. Das sind sehr, sehr ambitionierte Ziele. Wie siehst du das? Kann man das überhaupt in der dort vorgegebenen Zeit umsetzen? Wird das praktisch auch möglich sein? Also ich glaube, erstens einmal begrüße ich das Gesetz sehr, weil ambitionierte Ziele sind einmal sinnvoll. Natürlich müssen sie immer im Einklang auch mit der Industrie sein. Wir dürfen ja nie auch unsere Arbeitsplätze und auch den sozialen Wohlstand unserer Gesellschaft aus den Augen verlieren. Aber ich glaube, es schließt sich nicht aus. Ja. Also gerade in Österreich sind wir wirklich, was die Erneuerbaren und auch diese Green-Tech-Industrie betrifft, Vorreiter. Wir haben ja leider nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa den Anschluss in vielen Bereichen verloren. Ich sage nur künstliche Intelligenz, ja, IT generell, das ist sehr stark Richtung Amerika, Consumer Goods, Batterien, ganz stark Richtung China. Und im Bereich Erneuerbare und GreenTech ist Österreich wirklich ein Player, aber auch Europa, und ich würde das eher als Chance sehen. Und natürlich muss diese Klimawende von Österreich und von Europa ausgehen. Und wir sehen einfach auch mit unserer Exportquote, die ist ja bei 80%, wie stark die Produkte also auch gefragt sind. Und das gilt ja nicht nur für Ochsner, sondern das gilt für viele andere tolle GreenTech-Unternehmen in Österreich. Also insofern ist wichtig, dass wir ambitionierte Ziele haben. Und natürlich wird es dann heißen, okay, wo kommt die Energie her? Ich glaube, wir sehen jetzt an der aktuellen Lage in der Ukraine, dass sozusagen, und in Russland, dass also Fossile ja nicht nur sozusagen einen negativen Impact auf die CO2-Bilanz haben, sondern auch abhängig machen. Der deutsche Finanzminister hat vor kurzem gesagt, erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien. Ich finde das einen sehr, sehr schönen Satz. Und ich glaube, diese Unabhängigkeit, die wir hier schaffen müssen, und das Land, können wir nun einmal nur Strom selbst erzeugen. Ja, auch wenn es da sicher Herausforderungen gibt. Ja, das ist auch nicht etwas, was du von heute auf morgen machen kannst. Aber es ist einfach die einzige Energie, die wir selber erzeugen können. Und insofern bin ich überzeugt, dass Strom auch die Leitenergie der Zukunft sein wird. Und ja, ich glaube, ohne sage ich mal, Ziele, die auch uns vorantreiben, wieder noch einmal unter Berücksichtigung, dass sie die Wirtschaft nicht so sehr Herausforderungen stellen und vor allem die Industrie, ist es wichtig, und das halte ich für gut. Ja. Also von Seiten der Industrie kommt ja auch immer wieder das Thema der Umweltverträglichkeitsprüfungen, der UVP-Verfahren, ja, die in Österreich besonders lange dauern, und auch immer wieder die Forderung, dass man diese Verfahren abkürzt, geht natürlich immer ein bisschen zulasten der Bürgerbeteiligung. Wie siehst du den Handlungsbedarf da der Politik, dass man einfach versucht, kürzere Verfahren zu haben, um auch diese erneuerbaren Energiewende schaffen zu können? Das ist ganz wichtig. Also eins ist klar, und das ist wichtig also auch für die gesamte Bundesregierung, wenn wir Strom als Leitenergie haben wollen und es gibt keine Alternative,
wenn wir, und das halte ich auch für richtig, keine Kernkraft haben wollen, ja, dann muss der Strom von woanders herkommen. Und er kann von der Sonne kommen, also mittels Photovoltaik, er kann aus dem Wind kommen, mittels Windkraft. Aber auch in Österreich haben wir ja gerade im Verbund, sind wir sehr, sehr gesegnet mit Wasserkraft. Ja. Und deswegen ist heute auch der Strommix in Österreich selbst schon sehr stark erneuerbar. Das ist also sicher etwas, was eine schöne Sache in Österreich ist, da haben wir ideale Voraussetzungen. Aber wir können natürlich nicht jedes Kraftwerk oder jedes Windrad, was geplant wird, dann über Jahre oder Jahrzehnte sozusagen blockieren. Ja. Also da müssen wir auch schon und auch die Politik umdenken. Und wenn wir eben unsere unabhängig sein wollen von Energieimporten, dann müssen die Genehmigungsverfahren natürlich, wie du richtig sagst, schneller gehen. Also ein Thema ist natürlich, wo kommt der Strom her? Ein anderes Thema ist, wie viel Strom verbraucht man? Da spreche ich jetzt das Thema Energieeffizienz an. Und ich habe mir natürlich Wärmepumpen ein bisschen angeschaut im Vorfeld dieses Gespräches. Aber inwieweit tragen Wärmepumpen dazu bei, dass energieeffizienter genutzt wird? 50% aller Haushalte haben sie ja heute schon. In der Schweiz, glaube ich, sind sogar 80%. Aber was kann das jetzt tatsächlich? Wieso ist sowas nachhaltig? Also die Wärmepumpe basiert ja auf dem sogenannten Carnot-Prozess. Das ist ein physikalischer Prozess, den wir alle zu Hause haben im Kühlschrank. Ja, das heißt, also in einem geschlossenen Kreislauf zirkuliert ein Kältemittel, was die Eigenschaft hat, schon bei niedrigen Temperaturen zu verdampfen und wird dann von einem Kompressor, das ist das, was Strom braucht, wie bei einer Fahrradpumpe zusammen komprimiert diese Luft oder dieses Gemisch, dieses Gasförmige und das sozusagen erzeugt diese Wärme. Und bei einer Wärmepumpe kommen eben ein Viertel aus der Steckdose und drei Viertel aus der Umwelt, egal ob das von der Sonne ist oder aus der Erde oder aus dem Grundwasser. Und im Prinzip ist es ein umgedrehter Kühlschrank. Das ist ja auch die Stärke der Wärmepumpe, dass sie nicht nur im Winter heizen kann, sondern im Sommer mit demselben Gerät auch kühlen kann. Und leider ist es ja so, dass der Klimawandel auch immer extremere Temperaturen im Sommer beschert. Und dadurch werden die Haushalte immer mehr gezwungen sein, auch zu kühlen. Und das kann nur die Wärmepumpe im selben Gerät. Ja. Und dafür verbrauche ich jetzt im Gegensatz zu einer Klimaanlage, die ja auch, also bei uns ist es zum Beispiel ja so, wir bekommen gar keine, weil es ein denkmalgeschütztes Haus ist und das gar nicht einzubauen ist. Dafür verbrauche ich viel weniger Strom, wenn ich jetzt eine Klimaanlage einbauen lassen würde. Genau. Oder dieses Splitgerät, die du überall hängen hast. Richtig. Ja, weil erstens mal ist die Wärmepumpe viel effizienter, ja, und sie ist natürlich sozusagen, je nachdem, welche Wärmequelle ich nütze, auch erstens mal, wenn ich zum Beispiel ich kann ja genauso mit Erdwärme oder Erdkälte kühlen, ich kann das auch mit Grundwasser machen und vor allem der Vorteil bei einer Wärmepumpe ist die sogenannte stille Kühlung, das heißt, ich habe nicht wie bei einer Klimaanlage kalte Luft, die hineinbläst, sondern wenn ich zum Beispiel eine Deckenkühlung habe oder eine Wandkühlung oder auch reicht auch der Fußboden, dann wird es im Sommer wie bei einem Kloster oder einer alten Kirche oder einem Geburg, ist es dann einfach innen um 5-6 Grad kühler. Das heißt, wenn ich draußen 30 Grad habe, habe ich im Innenraum ohne Zug 4-5 Grad Differenztemperatur und das ist eben sehr angenehm und auch für den Körper viel besser. Du bekommst kein steifes Genick, weil du ständig die Klimaanlage hinten drauf bläst, weil das ist eigentlich das Unangenehmste. Genau, du nützt dasselbe System und das ist sicher etwas, also wir sehen das bei unseren Anfragen, dass also das Thema Kühlen in Kombination mit Heizen stark zunimmt. Du hast vorher erwähnt, ihr exportiert sehr viel, habt eine Exportquote von 80%. Einiges davon geht auch nach China. Wie siehst du diese in China? Wandelt sich auch dort das Bewusstsein der Menschen für Umwelt, für Nachhaltigkeit? Oder bei uns entsteht ja oft der Eindruck, dass man sagt, denen ist dort völlig alles egal, weil sie sind die größten CO2-Verursacher mit Abstand und dort kümmert sich keiner drum. Stimmt das so? Also ganz klar. Dort ist es eigentlich aus der Not geboren, weil wenn du heute im Winter in eine chinesische Großstadt gehst, dann siehst du einfach den gesamten Winter keinen blauen Himmel, auch wenn es keine Wolken gibt, ja, weil einfach dort teilweise noch direkt mit Kohle geheizt wird, also in den Häusern. Ja. Das heißt, es ist ein unglaublichen Ruß und Feinstaub in der Luft. Ja. Und die Leute rennen dort nicht nur wegen Corona mit Atemschutz rum, damit sie überhaupt Luft bekommen. Und deswegen hat die chinesische Regierung gesagt, okay, wir müssen da was tun, schon vor vielen Jahren, damit überhaupt die Städte nicht einfach untergehen in diesem Feinstaub und diesem Ruß. Und insofern ist dort die Wärmepumpe etwas, was also von der chinesischen Regierung stark gefördert wird und auch gewollt ist. Und wir haben uns eben schon vor 8 Jahren entschieden, in China einzusteigen und produzieren dort nichts, sondern wir produzieren alles hier in Österreich. Aber es gibt dort eine kaufkräftige Klientel, die eben Produkte made in Austria, made in Europe haben möchte. Und insofern ist es schön, dass wir auch in China sicher erfolgreich expandieren können. Die Corona-Pandemie scheint ja jetzt ein bisschen überstanden. Wir werden sehen, wie das dann im Herbst weitergeht. Wie habt
ihr das, wie habt ihr diese Zeit überstanden? Habt ihr Kurzarbeit in Anspruch genommen? Ich glaube, da war Österreich eigentlich ein Vorreitermodell in Europa. Beziehungsweise, ich weiß, ihr habt mal die 4-Tage-Woche eingeführt. Ist das etwas, was ein Unternehmen auf Dauer aushalten könnte bei gleichem Lohn? Das jetzt trennen die zwei Fragen. Also Corona mal grundsätzlich, nachdem wir zur kritischen Infrastruktur gehören, das heißt, unsere Wärmepumpen stehen ja auch in Krankenhäusern, in sozusagen wichtigen Gebäuden. Und natürlich auch die Haushalte müssen ja auch während einer Pandemie im Winter warm sein. Das heißt, wir mussten unseren Betrieb aufrechterhalten und auch vor allem unseren Kundendienst. Da haben die Leute viel geleistet, weil gerade am Anfang der Pandemie wusste man ja nicht wirklich, wie gefährlich sie dann ist oder wie dann vielleicht doch nicht so lebensgefährlich sie für die meisten Gott sei Dank war. Und dadurch haben wir also voll durchgearbeitet. Natürlich war es dann auch so, dass wir gesagt haben, also wir werden keine Kurzarbeit in Anspruch nehmen, aber wir müssen uns was einfallen lassen, wenn jetzt etwas weniger Arbeit da ist, und haben uns da entschieden, dass wir einfach 4 Tage einführen und einfach am Freitag haben die Mitarbeiter einfach auf sozusagen auch Urlaub abgebaut, weil wir müssten ja schauen, dass das sozusagen auch im Einklang ist. Das ist natürlich kein Modell aus meiner Sicht langfristig, weil wir stehen ja gerade, wenn ich heute eine Exportquote von 80% anspreche, im internationalen Wettbewerb, gerade in der Klimaanlagenbereich und Wärmepumpenbereich gibt es auch viel asiatischen Wettbewerb, und da ist sowieso so, dass du dort von 1 oder 2 Wochen maximal Urlaub sprichst, da ist Krankenstand gar nicht bezahlt. Natürlich schlecht, also ich bin ja ein Fan dieser sozialen Marktwirtschaft, aber natürlich, wir müssen schauen, dass wir konkurrenzfähig bleiben, und es wäre also unmöglich für uns, sozusagen bei gleichem Lohn 4 Tage zu arbeiten, das würde ja nicht gehen. Aber ihr seid ja wirklich sehr darauf bedacht, in Österreich zu produzieren. Ich glaube, ihr habt auch den Standort in Haag ausgebaut. Wie schafft ihr das wirklich, gegen einen asiatischen Hersteller konkurrenzfähig zu bleiben, jetzt in Bezug auf Lohnnebenkosten, in Bezug auf Urlaub, in Bezug auf Arbeitszeit? Wie funktioniert das? Also grundsätzlich haben wir uns sicher sehr, sehr modern aufgestellt im Rahmen der Digitalisierung und sozusagen Stichwort Industrie 4.0. Ja. Das heißt, wir haben viel auf digitale Prozesse gesetzt, auf Automatisierung. Ja. Wir haben gerade jetzt eben, was angesprochen wurde, 2 neue Fließbandlinien in Betrieb genommen. Wir werden auch weiter automatisieren in Zukunft. Wir planen ja schon den nächsten Standort in Niederösterreich. Das heißt, ich glaube, wenn die Prozesse sehr schlank sind, ja, wenn man viel automatisieren kann, und da geht es nicht darum, dass wir Mitarbeiter abbauen, ganz im Gegenteil, wir stellen permanent neue Mitarbeiter ein, weil wir wollen natürlich noch mehr Volumen schaffen. Und du vor allem, und das habe ich mir aus der Automobilindustrie abgeschaut, dass du viel Final Assembling betreibst, das heißt auch viel bei deinen Wertschöpfung schon bei deinen Zulieferanten auch leist, ja, und dann sozusagen das Know-how bei dir vereinst, ja. Dann bist du hier auch sehr konkurrenzfähig und variabel aufgestellt. Und ich meine, natürlich ist die Qualität, die wir produzieren, deutlich höher als eine asiatische. Und es gibt eben Gott sei Dank weltweit Menschen, die einfach eine hohe Qualität haben wollen. Ja. Das ist insofern wichtig, weil, ich sage mal, eine billige Wärmepumpe hält irgendwo 10, 12 Jahre. Und ein Produkt zum Beispiel von uns, es gibt auch andere sehr gute Hersteller, hält eben 20 Jahre und länger. Und das ist auch wieder ein erneuerbares Thema, weil wir müssen einmal aufhören, alles wegzuschmeißen und alle 2 Jahre was Neues zu kaufen, jetzt, wenn wir über ein Handy sprechen. Wir müssen beginnen, auch Dinge zu reparieren. Und unsere Systeme sind alle auch noch in 20 Jahren reparaturfähig. Ja? Und damit ist auch der CO2-Footprint dieser Erzeugung viel geringer. Und ich glaube einfach, dass man in Österreich, und ich sehe es ja, Top-Qualität herstellen kann. Natürlich ist es wichtig, dass die Politik die Standortfrage immer wieder auch unterstützt. Also auch bei uns geht es dann um Verfahren, Genehmigungsverfahren, ja, auch oft Behördengänge, wo ich mir denke, die sind nicht immer sinnvoll. Sehr viel Bürokratie. Bürokratie, so ist es, Abbau. Und ich glaube, auch wenn wir jetzt überhaupt sehen, auch jetzt in Corona und das ganze Thema auch Supply-Mangel, ja, das hat damit zu tun, dass wir einfach in Europa sehr stark deindustrialisiert haben. Und das ist wirklich gefährlich. Ja. Wir haben einfach gesagt, na gut, dann werden halt die Komponenten in Asien hergestellt und Transport kostet ja eh nichts. Aber jetzt kostet der Transport das 10-fache wie noch vor 2 Jahren. Ja. Es gibt keine Container, die alle sind nämlich in China. Und wir sehen ja, dass dort nicht geliefert werden kann und was das also in Österreich oder in Europa bewirkt. Das heißt, ich hoffe, dass die Politik aufwacht, daraus lernt und dass wir in Europa wieder eine Reindustrialisierung haben werden, wo wir einfach die Wertschöpfung noch viel stärker herholen. Das ist ja auch der Grund, warum Deutschland und Österreich, weil wir trotzdem noch relativ starke Industrie haben, Gott sei Dank, auch oft durch Krisen schneller und besser durchkommt. Also ich wünsche mir eben, dass die Industrie noch mehr wertgeschätzt wird, dass die Rahmenbedingungen besser sind. Das ist auch eine Energiefrage, haben wir gerade besprochen. Aber das ist aus meiner Sicht die Konklusion und da denke ich mir, wenn wir einiges gelernt haben daraus. Meinst du, dass Europa eigentlich als Wirtschaftsraum
überhaupt wieder autarker wird und wieder sich selber versorgen und erhalten kann? Genau. Also ich glaube, dass wir überhaupt in Europa mehr Selbstvertrauen haben sollten. Erstens einmal ist die europäische Kaufkraft immer noch die stärkste. Ja, es leben ja auch in Europa mehr Menschen als zum Beispiel in Amerika, wenn man über Amerika redet. Ja, also die Kaufkraft ist hier enorm. Ja, die Wertschöpfung jetzt in der EU ist 5-mal so hoch wie jetzt in Russland, inklusive deren sozusagen osteuropäischen Handelspartner. Also mir fehlt einfach dieses europäische Selbstvertrauen. Ja, wir sind ein enorm starker Wirtschaftsraum, der natürlich sowohl für USA als auch für China enorm interessant ist. Und ich glaube, hier braucht man einfach mehr Selbstbewusstsein und natürlich ja, mehr Wertschöpfung zurück. Und ich glaube, ich bin ein glühender Europäer und glaube an das Modell. Und mir würde mich freuen, wenn das also jetzt eine Erkenntnis erstens einmal aus der Corona-Pandemie ist, aber zweitens auch aus der Ukraine-Krise, dass wir hier einfach wirklich uns noch viel mehr auf eigene Beine stellen, nicht nur wirtschaftlich. Ja. Trifft euch die Ukraine, der Krieg in der Ukraine jetzt in der Form, dass Lieferketten und unterbrochen werden, dass Zulieferer ausfallen? Das trifft uns einmal emotional natürlich, weil die Bilder bewegen uns alle. Wir haben natürlich auch ukrainische Partner. Wir machen ja auch seit sicher 20 Jahren Geschäft dort. Das geht uns nahe. Wir helfen auch mit, dass ukrainische fliehende Familien hier untergebracht werden. Wir setzen uns auch für die Kinder ein in der Ukraine. Das ist, glaube ich, ein Selbstverständnis. Nicht, weil ich sage, da klopfen wir uns jetzt auf die Schultern, sondern ich glaube, ich möchte alle aufrufen, da mitzu arbeiten und zu helfen. Aber natürlich, wir kommen zurück, eben erneuerbare Energie sind Freiheitsenergien. Es ist wichtig, dass wir unabhängig werden und unabhängiger werden und in der Supply Chain natürlich auch. Ja. Und das Problem ist oft, du weißt dann nicht, bei einem auch europäischen Sublieferanten kauft er vielleicht irgendwelche Kabel aus der Ukraine, das wird man dann noch sehen. Aber die Supply-Lage ist jetzt schon sehr angespannt. Also ich denke, Lieferzeiten heute, wenn bei gewissen Typen haben wir heute 6 Monate Lieferzeit. Ich meine, es kriegt jeder seine Wärmepumpe, der sie bestellt. Aber früher waren das vielleicht 4 bis 8 Wochen, heute sind es einmal vorübergehend 6 Monate. Und das kann kein Dauerzustand sein. Ja. Aber ist aufgrund der anderen Arbeitsmarktbedingungen, aufgrund der höheren Lohnnebenkosten etc., ist es überhaupt möglich oder leistbar in Europa zu produzieren, ohne dass die Produkte so teuer werden, dass sie dann für viele Menschen jetzt auch aufgrund der hohen Inflation nicht mehr leistbar sind? Absolut, weil also Europa und gerade Österreich und Deutschland natürlich auch haben ein unglaubliches Jahrzehnte- oder jahrhundertelanges Know-how zu produzieren. Das ist ja, du kannst ja heute nicht sagen, okay, ich fange jetzt morgen zum Produzieren an. Da gibt es ja eine riesen Logistikkette, die ganze Wertschöpfungskette auch allein. Das beginnt ja schon in der Forschung und Entwicklung. Wenn du ein Produkt entwickelst, da beginnen ja schon die Kosten. Beim ersten Strich von einem Entwickler, sage ich mal meinem F&E-Team, beginnen die Kosten. Ja? Und du musst also von der Entwicklung über dann die Beschaffung, dann die Herstellung mit Automatisierung bis hin zur lebenslangen Betreuung eines Produktes beim Kunden, also sprich Kundendienst, das muss alles durchdacht sein. Und mit Automatisierung und sehr starke Digitalisierung ja, ist das in Österreich hervorragend schaffbar. Und also wir haben das uns einmal angeschaut, einfach mal habe ich das überprüfen lassen, wenn wir heute das gleiche Produkt mit der gleichen Qualität zum Beispiel in China produzieren würden, dann wäre es um 10% billiger. Und alleine der Transport hierher würde das auffressen. Also und die ganzen Logistik, die damit verbunden wäre, ja, im Moment, weil die Kosten so hoch sind. Also das heißt, wir sind sehr konkurrenzfähig, noch einmal mehr Selbstvertrauen und natürlich die Politik muss uns dabei unterstützen. Ich glaube, wir haben das auch gelernt. Es kann nicht sein, dass, jetzt fange ich mal an mit Antibiotika, die alle in Asien produziert werden, über Kältemittel bis hin zu Mikrochips. Das brauchen wir einfach in Europa, das müssen wir uns zurückholen, auch strategisch. Ja. Und es ist möglich und sicher, also ich hoffe, dass das, ich wiederhole mich, dass das eine Erkenntnis dieser Pandemie und auch jetzt der Ukraine-Krise ist. Ja, ich finde es auch ganz spannend, dass ja Europa oder auch Österreich sich gar nicht so als Industrieland sieht, obwohl es eigentlich eines ist und sehr viele Arbeitsplätze aus der Industrie kommen und auch dieses Bewusstsein dafür, wie wichtig das eigentlich ist und durchaus vereinbar mit Umwelt und mit Nachhaltigkeit, dass es das, habe ich manchmal das Gefühl, so noch nicht gibt. Also insofern, braucht es da ein bisschen eine Imagekorrektur auch für die Industrie in Österreich? Sollte es geben. Ich meine, grundsätzlich ist es so, dass ja, ich glaube, fast die Hälfte aller Arbeitsplätze direkt oder indirekt mit der Industrie zusammenhängen. Das ist
enorm. Ja. Ja. Und die Industrie, ich glaube, das hat oft dann vielleicht noch aus, keine Ahnung, aus von Jahrzehnten ist irgendwas Schmutziges oder was dargestellt wird, das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Also die heute die österreichischen Industrieunternehmen sind enorm, enorm umweltbewusst, ja, sind da auch in vieler Hinsicht führend global. Ja, und sie schaffen Arbeitsplätze. Es gibt unglaublich viele Hidden Champions in Europa, die Exportweltmeister sind. Und da ja, auch in Österreich und trotzdem ja, weiß man es genau, eigentlich genau so ist es, kaum. Ja. Genau so ist es, ja. Und ich glaube, das Bewusstsein sollte man noch mehr schaffen. Ich glaube, dass die Industriellenvereinigung hier schon jetzt einen guten Beitrag leistet. Ich bin auch froh, dass auch die aktuelle Bundesregierung, ist zumindest mein Gefühl, das Thema Wertschöpfung in Österreich und sozusagen hier Arbeitsplätze zu schaffen, das Medienaustria-Thema, dass denen das wichtig ist. Jetzt hoffe ich eben, dass bei der Energiefrage wir das trotzdem sozusagen so lösen, dass wir auf der einen Seite klimaschonend sind und auf der anderen Seite aber die Kosten nicht explodieren für die energieintensiven Betriebe. Und das ist sicher ein Spagat, der nicht einfach ist, aber es wird uns gelingen. Und ja, ich denke mir, dass das Image der Industrie kann ruhig noch besser werden. Aber bei mir persönlich, ich bin Industrieller seit ewig und bei mir ist es sowieso gut. Ja. Ist bei euch im Unternehmen aufgrund der Abhängigkeit vom russischen Öl, vom russischen Gas, siehst du da ein Problem auf euch zukommen oder seid ihr da relativ gut aufgestellt? Also oder wir selbst produzieren seit Jahren alles mit Grünstrom. Das war mir immer wichtig, weil ich wollte ja umweltbewusster Mensch, wollte ich ja auch den CO2-Footprint in unserer Produktion möglichst gering halten. Das heißt, wir produzieren großteils oder nicht großteils, sondern momentan ausschließlich mit Grünstrom. Wie es natürlich dann in der Zulieferkette ausschaut, ich meine, wir sind ISO-zertifiziert, was diese Umweltzertifizierung betrifft. Das heißt, wir kennen auch unsere Supply Chain, das ist also auch sehr nachhaltig. Aber natürlich, da kann sich das Thema auswirken. Ja. Zum Beispiel im Bereich Styropor und so, das brauchen wir ja auch, ja. Dämmungen, die sind sehr energieintensiv und da ist es natürlich ein Thema. Das sind also deutlich zweistellige Preissteigerungen von unseren Zulieferern an der Tagesordnung und das ist sicher problematisch. Also wir wissen, dass wir derzeit um 16% sind unsere Produktionskosten gestiegen, ja, gegenüber, sage ich mal, vor einem Jahr. Aber da geht es um Kupfer, um Edelstahl, um Aluminium, um Kunststoffe. Ja. Also ist ein Thema und wir müssen es natürlich, wir können nicht alles selbst kompensieren, wir müssen es auch an den Markt weitergeben. Das treibt natürlich auch dann die Inflation, wenn das alle machen. Also ich glaube, Rohstoffe, Energie ist ein Riesenthema und eine Herausforderung, was jetzt auch die Politiker dieses schönen Kontinents lösen müssen, ja, mit der Industrie gemeinsam. Auf der anderen Seite vielleicht ganz gut, dass es jetzt gerade so ein brennendes Thema ist, weil man jetzt auch relativ schnell Lösungen wird finden müssen und sich, glaube ich, jetzt auch etwas mehr darum bemüht. Das ist das eine. Und ich glaube, es zeigt einmal die Abhängigkeit. Ja. Wir müssen so oder so aus dem Thema fossile Energieträger früher oder später aussteigen, weil das einfach unser Planet nicht aushalten wird. Und ich glaube, die aktuellen Ereignisse, so traurig sie sind, schaffen das Bewusstsein noch stärker. Trotzdem appelliere ich an alle, die in gewisser Weise vorausschauend und deeskalierend zu sein, weil natürlich es ist undenkbar gewesen noch vor ein paar Wochen, dass es in Europa wieder einen Krieg geben wird. Und wir tun alle gut daran, verbal abzurüsten und obwohl ich das natürlich für gut halte, die Sanktionen, weil es ist wichtig, dass wir hier als westliche Wertegemeinschaft ganz stark ein Zeichen setzen, dass das so nicht geht. Aber man muss trotzdem schauen, dass man im Dialog bleibt. Um das hoffentlich positiv und mit hoffentlich raschen Ende des Blutvergießens zu lösen. Vor kurzem war der Tag der Frau auch für euer Unternehmen ein ganz wichtiges Thema. Auch das Thema Diversität ist euch wichtig. Ochsner Wärmepumpen. Für mich und die Natur. Ochsner Wärmepumpen. Spitzentechnologie. Made in Austria. Wie viele Frauen oder wie viele Führungspositionen sind denn bei euch mit Frauen besetzt? Gibt es da ein Förderungsprogramm oder funktioniert das mehr oder weniger von selbst? Also wir setzen sehr stark auf Frauen in Führungspositionen. Aber jetzt nicht, weil wir der Meinung sind, wir brauchen eine Quote, sondern das ist wirklich ein Selbstzweck, weil ich glaube sehr stark an die weibliche Intelligenz. Ich merke das ja auch, ich komme ja eigentlich aus einer US-Konzernkarriere, wo ich übrigens auch für Europa dann Diversity Champion war. Bei Xerox, genau.
Und da habe ich schon in jungen Jahren erfahren, wie stark das sein kann, wenn unterschiedliche Kulturen zusammenkommen und mit unterschiedlichen Ansätzen dasselbe Ziel verfolgen. Und das gilt natürlich auch für den weiblichen Intelligenzanteil. Frauen sind erstens einmal sehr, sehr überlegt, sind auch mehr belastbar, sehr konsequent. Und wir nützen das für unser Unternehmen. Also das ist etwas, was uns sicher einen unserer Erfolgsgeheimnisse ist, dass wir auf Frauen in Führungspositionen setzen, selbst in technischen Bereichen, ja, auch in der Forschung und Entwicklung haben die also ihren Anteil. Und das ist etwas, was für uns wichtig ist. Und natürlich auch verschiedenste Kulturen. Wir waren auch eine der ersten, die dann damals 2015 begonnen haben, auch Syrer, Afghanen und andere bei uns aufzunehmen, zu integrieren, ob das mit Lehrberufen war oder direkt in der Produktion. Das war ein sehr erfolgreiches Modell. Und ich glaube, dass eben diese Summe der unterschiedlichen Kulturen und Herangehensweisen das Unternehmen stark macht. Und insofern ist es ja auch so, dass wir haben eine Studie gemacht, 52% der Wärmepumpen werden von Frauen entschieden. Ja? Das heißt, der ganze Kampf gegen den Klimawandel wird sehr stark weiblich getragen. Und deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass wir das auch unterstützen können und setzen einfach auch auf diese Stärken. Oft hört man ja ein bisschen die Ausrede, wir würden ja so gerne Frauen in Führungspositionen haben, aber wir finden keine, und zwar nicht deshalb, weil die nicht gut ausgebildet sind, sondern einfach deshalb, weil sie aufgrund von Kindern, die noch kleiner sind, von fehlender Kinderbetreuung und so weiter, das gar nicht wollen. Erlebst du das auch so? Nein. Also wir haben also eine sehr, sehr erfreuliche Rückkehrerinnenquote. Ja. Das heißt natürlich, ich habe selber Kinder, gibt nichts Schöneres. Freue ich mich, wenn dann unsere Mitarbeiterinnen uns auf Zeit verlassen, um also ihrer Mutterrolle gerecht zu werden. Und wir machen es ihnen leicht, auch zurückzukommen, ja, mit dann eben reduzierter Arbeitszeit, ja, auch wo sie dann flexibel von zu Hause arbeiten können. Und also ich kann wirklich sagen, dass das also 90% der Damen, die bei uns sozusagen in Mutterschaft gehen, auch wieder gerne zurückkommen, egal ob es dann noch einem, zwei oder drei Jahren sind. Und insofern sind wir da sehr offen und auch sehr flexibel, ja, auch von den Arbeitszeitmodellen, und passen uns dann an die Mitarbeiterinnen an. Flexible Arbeitszeitmodelle, ist das auch sozusagen eine Waffe im Kampf um die besten Arbeitskräfte, weil ein Fachkräftemangel in Österreich, glaube ich, es steht außer Streit, den gibt es. Ist das notwendig für ein Unternehmen, sowas anzubieten, um die besten Leute zu bekommen? Unbedingt. Also das ist ja auch eines der sozusagen Herausforderungen für das Wachstum als Hersteller in Österreich, dass wir einfach ausreichend Fachkräfte finden. Ja? Und wir sehen es zum Beispiel bei uns in der Region, es ist eher ländlich, haben wir einige Nebenerwerbslandwirte. Ja, das heißt, sie sind super froh, wenn sie sehr zeitig in der Früh beginnen können und uns dann schon zum Mittag verlassen können, um sich um ihren Hof zu kümmern. Ja. Und das machen wir seit Jahrzehnten möglich, ist nur ein Beispiel. Und das gilt aber genauso auch zum Beispiel für die Pandemie, wo wir einfach schon gewohnt waren, im Homeoffice zu arbeiten und dadurch auch relativ schnell umschalten konnten. Ja. Also Flexibilität ist wichtig bei sämtlichen Entscheidungen für Mitarbeiter, und wir versuchen wirklich den Mitarbeiter eine sozusagen seine Zeit so einzuteilen, wie er das möchte. Selbst in der Produktion haben wir also Tools, wo jeder Produktionsmitarbeiter ein Tablet hat und sozusagen auch zu Hause mitnimmt und genau seine sozusagen seine Planung, seine Schichtplanung sieht. Und wenn der zum Beispiel jetzt am Samstag krank wird, dann meldet das ins System, und wir wissen schon am Montag in der Früh, also auch schon am Sonntag, dass sozusagen er nicht kommen wird, und können schon also hier gegensteuern. Also das ist also, das haben wir selbst programmiert, ist also sehr innovativ. Und ja, je flexibler man ist, desto erfolgreicher wird man sein in dem Bereich. Noch eine abschließende Frage. Was wünschst du dir denn für dieses restliche Jahr 2022? Was wären deine drei vordringlichsten Wünsche vielleicht auch an die Politik, was sich vielleicht noch bis 2022 erfüllen könnte? Ja, den ersten Wunsch, denn wird es schwierig sein, dass man die Politik erfüllt. Das ist sozusagen, dass jetzt rasch Frieden einkehrt in der Ukraine, weil das ist eine unendliche Belastung für die Emotionen von meinen Mitarbeitern, von mir selbst, von uns allen. Und natürlich auch das Thema Rohstoffe dann verbunden und Supply, weitere Supply-Knappheit. Also das ist immer wichtig, dass dieser Konflikt so schnell wie möglich zumindest auf Eis gelegt wird oder gelöst wird, auch wenn es sicher keine einfachen Zugänge geben wird. Ja.
Aber wir müssen optimistisch bleiben. Das Zweite ist, habe ich eh schon erwähnt, da ist das ganze Thema noch mehr Fokus auf die Industrie in Österreich, so eine Art auch Reindustrialisierung in Europa. Da geht es dann um Genehmigungsverfahren, um Wertschätzung, um Fachkräfte, um Energiepreise. Also ich glaube, das alles ist ganz, ganz wichtig. Und am Ende des Tages wünschen wir uns alle, glaube ich, Gesundheit. Ja, wird das oft sozusagen wird das so gesagt, aber ich glaube, viele haben ja schon Corona gehabt. Und wenn man dann mal eine Woche zu Hause ist und hat man ein bisschen einen heftigeren Verlauf, dann weiß man, wie wichtig es ist, dass wir gesund sind. Und das wünsche ich uns und allen anderen auch. Ja, ich glaube, genau das haben wir ein bisschen mehr wertschätzen gelernt in den letzten 2 Jahren. Vielleicht ein bisschen was Positives aus dieser Pandemie. Lieber Kari, vielen Dank fürs Kommen. Danke. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder beim Express Wirtschaftstalk dabei sind.